Bei Till Lindemann wurde eingebrochen, das habt ihr wohl mitbekommen. Und jetzt stürzt sich natürlich die linksradikale Bubble da drauf und macht hämische Witze darüber. Ist ja auch super cool. Tja, ich weiß auch nicht. Die Leute zeigen auch immer auf Twitter. Folgt mir gerne auf Twitter. Beschreibung steht hier auch irgendwo Twitter. In dem anderen Screen. Einfach nach Casanova-Code suchen, wie die Leute da abgehen und wie low die boxen dann, wenn ihnen einfach ihre Meinung nicht passt, ist wirklich unglaublich. Und da entlarven dich die Leute immer wieder sehr, sehr schnell als Menschenfeinde. Also was Menschenfeindliches, was die Leute da auf Twitter abgeben, die sogenannten Guten, werdet ihr von mir sicherlich nicht hören gegenüber bestimmte Leute. Ja? Also, aber die götzen sich jetzt daran, dass bei Till Lindemann eingebrochen wurde. Ich schaue mir jetzt hier dazu einen Watson-Artikel an mit euch, der das Ganze mal zusammenfasst. Ist auch so ein Schmutzblatt die meiste Zeit. Ne? Till Lindemann, Kayla Shikes stichelt nach Einbruch bei Rammstein-Sänger. Neben Shelby Lynn zählt Kayla Shikes zu den lautesten Stimmen, wenn es um Anschuldigungen gegen Till Lindemann geht. Die Influencerin gab der Nordirin vor einigen Wochen Rückendeckung mit einem langen YouTube-Video. Zuletzt war es eher ruhig um die 21-Jährige. In einem Kochvideo verpackte sie allerdings so manche Andeutung. Nach einem Vorfall, bei dem Lindemann der Leidtragende war, meldet sich Kayla Shikes jetzt wieder zu Wort, indem sie die Ansage eines anderen sehr bekannten Influencers in ihrer Instagram-Story teilte. Nach Einbruchsticheleien gegen Lindemann. Wie kürzlich bekannt wurde, wurde in Berliner Wohnung von Till Lindemann eingebrochen, während der Sänger mit seiner Band auf Tour war. Am Wochenende gingen die letzten Shows über die Bühne. Rammstein spielte dreimal in Brüssel. In sozialen Netzwerken reagierten einige Personen mit Spott und Ironie auf die Meldung, indem sie mit ihren Bemerkungen Parallelen zur öffentlichen Diskussion um die Vorwürfe gegen Lindemann zogen. Iblali beispielsweise schrieb, ja, ich kannte den bevor nicht, der soll irgendwie eine große Nummer sein, da irgendwie auch in dem YouTube-Mainstream-Space. Ich fand diesen ganzen Post, fand ich so dumm. Und auch nicht mal da gibt es halt wirklich diesen Spruch, the left can't meme, vielleicht habt ihr den schon mal gehört. Und der trifft halt so vollkommen dazu, weil der so auch von hinten und vorne, der Vergleich halt so dermaßen hinkt. Und ich werde euch auch erklären, warum, dass es dann halt auch überhaupt nicht lustig ist. Selbst wenn es nicht um einen Einbruch gehen würde, sondern um irgendwas anderes, wäre es nicht lustig. Ja. Für den angeblichen Dieb gilt immer noch die Unschuldsvermutung. Niemand weiß, ob dieser Besuch in Wirklichkeit ein sogenannter Einbruch war. Immer diese Hetzkampagnen. Was willst du dazu sagen? Kann man es eigentlich noch bescheuerter machen? Natürlich gilt für den angeblichen Dieb die Unschuldsvermutung. Hat jemand was anderes behauptet? Iblali, du Vollidiot. Hat jemals irgendjemand anders was behauptet? Glaubt ihr, dass irgendeiner aus unserer Bubble sagen würde, wenn da jetzt 5 Leute oder irgendeiner würde festgenommen, ein mutmaßlicher Täter oder sowas, und da würden wir jetzt sagen, ja, hängt den sofort am Baum auf? Nein, da würde, solange das Verfahren ist, würde man auch sagen, okay, mutmaßlicher Einbrecher, ja, ist noch nicht bewiesen. So, was ist, Iblali, was ist dein fucking Punkt? Ich verstehe es nicht. Das verstehen anscheinend nur linksradikale Spinner in ihrem Kopf, die finden sowas lustig. Also wenn ich mir mal sehe, wie die Leute argumentieren, habe ich ein paar Mal schon erwähnt hier in meinen Videos, dann kann ich mir vorstellen, was sie alles witzig finden. Die finden ja so einiges witzig. Jo, mein Lieber, kurz in eigener Sache. Wenn du noch nicht den Erfolg, das Charisma und das Selbstbewusstsein hast im Umgang mit Frauen, das du dir gerne wünschen würdest, dann tu dir doch den Gefallen und klick hier unten kurz auf den Link und informier dich über meine Coaching-Programme. Alles klar, weiter im Video. Niemand weiß, ob dieser Besuch in Wirklichkeit ein sogenannter Einbruch war. Doch, Iblali, man weiß es. Die Polizei hat es festgestellt. Die Parallele zu dem Rammstein-Fall, die gibt es nicht. Wie könnt ihr die aufmachen? Das ist so irre. Das ist so wahnsinnig, das miteinander zu vergleichen. Wir haben hier einen faktischen Einbruch, Iblali. Checkst du das? Kannst du dem geistig folgen? Da wird nicht drüber diskutiert, von keinem. Immer diese Hetzkampagnen. Welche Hetzkampagnen? Was? Wo? Stürzen sich die Medien, berichten da, in diesem Fall sachlich drüber, über den Einbruch. Es gibt keine Hetzkampagne gegen niemanden. Gar keine. Es gibt nur einen Bericht darüber. Es gibt keine Hetzkampagne gegen den mutmaßlichen Dieb. Es gibt keine Hetzkampagne gegen die Einbrecher oder gegen das, was gegen Lindemann passiert ist. Gar nichts. Also dein ganzer Post ist einfach nur geistiger Dünnschiss.
der ist nicht weder lustig, noch hast du damit irgendeinen Punkt gemacht. Es ist wirklich irre. Es ist wirklich irre. Damit zeigt der Influencer auf, wie zahlreiche Rammstein-Fans die Aussagen der Frauen gegen Lindemann in der letzten Position wochenpauschal abwerten und damit klar Position für den Sänger bezogen. Ja, aber das ist, der Vergleich ist halt einfach total behindert. Ja, wenn wir jetzt irgendetwas anderes hätten, das jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, irgendein Till Lindemann-Verteidiger, also ich jetzt irgendwie jetzt beschuldigt werden würde, irgendeiner Tat, und man würde dann sich so drauf stürzen, dann könnte man den Punkt machen, es gilt die Unschuldsvermutung, ja? Ja? Oder bei Al-Bilali selber, wenn er irgendwelche Straftaten hat, gesagt, für mich gilt auch immer noch die Unschuldsvermutung. Ja, dann hätte er einen Punkt. Aber das ist halt einfach, bei diesem Einbruch ist halt, passt es einfach null. Ja, und dann kommt da noch dieser nächste Bullshit-Punkt und außerdem ist dieser Till Lindemann noch selbst schuld. Warum legt man sich eine Wohnung zu, die auch noch freizügige Fenster zeigt und verstaut Wertgegenstände darin? Es sei naiv zu denken, dass da nichts passieren kann. Die klopfen sich für diesen geistigen Dünnschiss noch gegenseitig wirklich auf die Schulter. Ihr müsst euch das mal bitte vorstellen. Auch dieser Vergleich, also wirklich, dieser Tweet hat null Punkte und ich habe echt wirklich gar kein Problem, irgendwie zu sagen, habt ihr in meinem Video schon öfter erlebt, wo ich gesagt habe, okay, da habt ihr einen Punkt, kann man so sehen, ja. Dass dieser Post von diesem Iblali, irgendein toller Streamer oder sonst was, ja, null Punkte, null, denn auch dieser Vergleich hinkt, denn dieser Punkt würde gemacht werden. Genauso würde er auch von der Polizei gemacht werden und vor allem von der Versicherung, wenn Till Lindemann zum Beispiel eine große Terrasse hätte, die nach vorne hin offen ist und 5.000 Euro auf dem Tisch liegen und die Fenstertür offen ist. Dann würde auch keiner von Victim Blaming reden, wenn die Polizei sagen würde, ja, Herr Lindemann, also war auch ein bisschen bescheuert von Ihnen. Ja, also, aber er wohnt im Oberstock. Ihr postet noch das Bild. Ja, also wo hat es auch nur ansatzweise eine Parallele zu den Vorwürfen gegen Lindemann? Es gibt sie nicht, Iblali. Ach du Scheiße. Kyler Scheik sendet klare Botschaft. Indem er die Argumente der Fans auf den Einbruchsfall überträgt, verdeutlicht Iblali auf provokative Weise, wie absurd aus seiner Sicht in den letzten Wochen mitunter öffentlich über Lindemann diskutiert wurde. Also, wir merken uns das Pochen auf die Unschuldsvermutung und Mitverantwortung für Frauen für ihre Handlung zu fordern, ist absurd für den guten Iblali. Aber diese linke Bubble, die sind alle gleich, die kannst du alle klonen. Die haben alle die gleichen Talking Points. Es ist wirklich, wirklich so traurig. Unten verlinkt sie den 31-Jährigen und schrieb dazu schlicht Poet. Ja, ganz toller Poet. Mein Gott, ey. Ich wünsche mir die Zeiten zurück, wo man Goethe oder Schiller Poeten genannt hat und nicht so eine Klapskalis, die irgendwelche auch noch schlechten Memes machen. Was ist eure Meinung dazu? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wir sehen euch im nächsten Video und online hier nicht vergessen, ne? Bis dann. Ciao.